Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier in der Kategorie Bauernproduktion euch heute hier eine Müslifabrik hier von Eisk euch heute hier vorstellen. Ja, kostet hier 250.000 Euro in Anschaffung und wir benötigen hier also unser Getreide. Ja, das ist mal ein anderes. Das schauen wir uns jetzt hier auch mal genauer an. Ja, was brauchen wir hier jetzt hier genau? Wir brauchen hier Weizen, Gerste, Hafer und Mais. Also ist hier ohne Weintrauben getrocknet. Also die genannt werden Rosinen. Ja, ist halt eben seine Sache, wie er seinen Mod natürlich hier gestaltet, ob er es einfacher haben möchte. Ja, und das Gebäude sieht schon mal hier so her aus. Hier hinten ist unsere Abladestelle und auch unser Schraubenschlüssel, um hier in das Menü zu gelangen, für die Leute, was kein Multi-Overlay verwenden. Ja, sind wir jetzt hier. Das Ganze ist mit 48 Euro im Monat hier Kosten. Wir haben hier einen Zyklus von 2400 im Monat. Also wurde ein bisschen raufgedreht oder wie, oder aufgedreht. Ja, so. Hier vorne haben wir schon eine Palette schon mal dastehen. Ja, würde ich mal sagen, holen wir uns einfach mal hier unseren Stapler. Und ja, schauen wir auch gleich mal hier, wie das Ganze her ist mit Preis natürlich, was wir dann hier einnehmen. Produktion ist hier am 99% hier am Laufen. Ist alles voll geknallt bis oben hin. Ja, müssen wir mal hupen. Schauen wir mal seitlich mal ran. So. Mal die Gabel mal in Position bringen. Na, was ist denn los? So, hat eigentlich doch ganz schön an Gewicht. Wir bekommen hier für unser Müsli. Ja, hier 6.920. Da schauen wir auch gleich mal, wo wir den Preis kriegen. Wie kriegen wir hier einen Supermarkt? Oh, nice. So. Können wir das Ganze mal abstellen. Mal schauen, wie viel eigentlich die Palette eigentlich ein Gewicht hat. Das würde mich auch interessieren. Ja, die Palette hat ein Gewicht von 660 Kilo, 1000 Liter Müsli. Da sehen wir hier, wir haben hier für doch verschiedene Sachen hier. Ist aber hier mit Rosinen auch abgebildet, also mit Weintrauben. Also weiß ich nicht, wo sie sie hernehmen. Oder ob sie hier so Mogelpackungen machen. Ja, nee, Spaß muss sein. Also gehört dazu, finde ich hier. Wir haben sogar Loops da auch. Happy Hops und Kokolops und das ganze Zeug, wie das alles heißt. Ich finde das jedenfalls eine lustige Sache. Ja, ich denke mal, wir schauen uns jetzt das Gebäude noch hier auf Nacht mal an. Ja, da spawnt schon die nächste Palette. Also die Produktion ist nicht allzu schnell aufgedreht worden. Also wenn man jetzt hier beleuchtet, ist das rundherum. Ich finde, das Firmenlogo sollte dann auch beleuchtet sein. Aber es hier so wie da, dass so dunkel ist, also bringt es auch weniger was, würde ich mal sagen, hier. Ja, aber sonst finde ich hier das Gebäude ganz okay, wie wir hier sehen. Lockmäßig ist hier auch fehlerfrei. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video natürlich gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da, würde mich freuen. Hier damit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.